Hallo, im Zusammenhang zur Zylinderdefinition sind noch ein paar Ergänzungen angebracht, die ich jetzt mal eben hier zeigen möchte. Zum Beispiel, das ist hier der Zylindermantel dieses Zylinders. Und die Frage ist, was passiert, wenn ich diesen Zylindermantel hier aufschneide? Dann kann ich den ja so auseinandernehmen. Und welche Figur erhalte ich dann? Nun, es ist ein Rechteck, was ich erhalte. Das kannst du auch sehr gut umgekehrt nachvollziehen. Du nimmst dir zum Beispiel einfach ein handelsübliches DIN A4-Blatt und rollst es. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.